Alles klar, Teddybären? Habt ihr Lust auf ein bisschen Cola? Ich wünschte, alles auf der Welt würde nach Cola schmecken. Findest du mich auch, Teddy? Ach, hab dich doch nicht so. Wenn du gehen willst, geh. Du hast ja deinen Honig hier vergessen. Ich glaube, du hast nichts dagegen, wenn ich was davon probiere. Wow, der Honig schmeckt richtig lecker. Ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn ich etwas Honig in meine Cola gebe? Ich glaube, das wird super schmecken. Erledigt. Jetzt machen wir die Flasche zu und fangen an, so richtig kräftig zu schütteln. Zu schütteln, zu schütteln, zu schütteln. Ab in den Kühlschrank. Die Flasche lasse ich hier für ein paar Stunden, bis sie komplett gefroren ist. Jetzt kann ich sie endlich wieder rausholen. Mal sehen, was daraus geworden ist. Oh, wow. Schaut euch das an. Mega schön zähflüssig. Hey, Emma, beeil dich. Probier mein kulinarisches Meisterwerk. Oh, wow, Cola. Hä? Wieso kommt da nichts? Ist das ein Scherz? Na, du musst draufdrücken. Voll ungewöhnlich. Mensch, schmeckt das lecker. Das ist ja wie Honig, nur eben aus Cola. Voll toll. Drehen, 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 drehen. Ups, mir schwindelig. Also, ich liebe mein Eis. Moment mal. Ist da etwa nichts mehr drin? Och, Menno. Passiert mir immer wieder. Wobei, das bringt mich auf eine Idee. Ich werde mein eigenes Eis machen. Alles, was ich dazu brauche, ist dieses Einfrierspray. Oh, Mann, das funktioniert ja richtig schnell. Damit kann ich jetzt die Oberfläche hier einfrieren und mein eigenes Eis darauf machen. In meinem Fall natürlich aus Cola. Ich schenke Milch mit Cola auf mein Blech. Jetzt muss ich alles schön verrühren, bis sich alles in Eis verwandelt. Mmh, Eiscreme mit Cola-Geschmack. Ich bin ein echtes Genie. So, ich habe es geschafft. Jetzt noch schnell einrollen und in einen Eimer geben. Und ab zu Emma. Ah, pass doch auf. Du hast meinen Turm kaputt gemacht. Heb dir das für später auf. Probier mal, was ich hier mitgebracht habe. Hm, das schmeckt gut. Einfach fantastisch. Hm, ich liebe diese Cola-Bonbons. Vor allem, wenn ich dazu Cola trinken kann. Hä? Ich habe nichts mehr übrig? Och, Menno. Ist das etwa eine Party, zu der ich nicht eingeladen wurde? Hey, Leute, kann ich mir das mal kurz leihen? Okay, ich habe eine richtig coole Idee. Ich habe mein eigenes Eis gemacht, also kann ich auch meine eigenen Gummibärchen machen. Das ist kinderleicht. Ich kippe Cola in einen Topf und gebe genug Gelatine hinzu. Jetzt schön verrühren. Und dann vorsichtig in Formen gießen. Ein Bär, zwei Bären, drei Bären. Voila! Alle Bären sind gefüllt. Alles klar, ich kann sie rausnehmen. Hey, Gummibärchen, wie geht's dir? Gleich werde ich dich aufessen. Die kommen alle schön auf einen Teller. Und euch bringe ich jetzt zu Emma. Emma, pass auf, ich komme zu dir. Hey, Brittany, ich habe gerade getanzt. Was ist das mal? Lass mich mal probieren. Das habe ich selber gemacht. Wie findest du es? Klasse! Und was haben wir da? Cola, Zucker, Kakao und Mehl. Und eine leere Form. Das bringt mich auf eine Idee. Ich vermische einfach all diese Zutaten. Und als letztes kommt auf jeden Fall noch meine Leckerschmecker-Cola hinzu. Alles schön umrühren. Und in eine Mikrowelle stellen. Seht ihr, der Teig steigt schon auf. Mm, das riecht herrlich. Jetzt geht's ab zur Emma. Hahaha, ich werde sie gleich erschrecken. Hä, was riecht denn hier so gut? Oh, Brittany, was hast du da mitgebracht? Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Mm, ein Cola-Muffin. Richtig lecker. Und der Profi-Skateboarder betritt die Arena. Er überwindet alle Hindernisse und... was ist das denn? Oh, das ist eine Zuckerwattemaschine.
Es wird Zeit, dass ich meine Zuckerwatte selber mache. Aber wie denn nur? Natürlich mit Cola. Also gieße ich meine Cola einfach in die Zuckerwattemaschine und werf sie an. Und es scheint zu funktionieren. Ich muss die Zuckerwatte nur noch aufrollen. Oh, das ist eine Menge Watte. Und hier kommt noch mehr. Was soll ich daraus machen? Wie wäre es mit ein paar Ohren? Und hier noch ein paar Details. Ein letzter Schliff und fertig. Schau mal, Emma, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, du meine Güte, was ist das denn für ein Biest? Das ist eine Miezekatze. Und die schmeckt ja auch noch lecker. Einfach köstlich. Hast du toll gemacht. Ich spüre, die Oma ist in der Küche und sie kocht etwas. Oh, das sind ja Pfannkuchen. Hier fehlt doch eindeutig ein bisschen Cola. Ich glaube, die Oma wird nichts dagegen haben, wenn ich Cola in die Bratpfanne gebe. Oh, jetzt fängt alles an zu kochen. Wir fügen noch eine geheime Zutat hinzu. Und geschafft. Fertig ist der Coca-Cola-Pfannkuchen. Der sieht zwar nicht so aus wie der Pfannkuchen meiner Oma, aber vielleicht schmeckt er ja trotzdem. Ach, ich bin fertig. Oh, was ist das denn? Ein Coca-Cola-Gelee-Pfannkuchen? Sieht interessant aus. Und wonach schmeckt er? Das ist voll ekelhaft. Britney, diesmal hat es mir nicht geschmeckt. Karamellkristalle sehen voll cool aus. Und du bist einen genaueren Blick wert. Wo ist mein Mikroskop? Oh, wow, sieht das toll aus. Oh, wo kommt diese Cola her? Wobei, ich könnte sie doch gebrauchen. Ich mache einfach Coca-Cola-Kristalle daraus. Bin ich nur früher nicht drauf gekommen. Das ist doch mega einfach. Meine Mischung ist fertig. Ich nehme sie vom Feuer. Jetzt muss ich alles in ein Glas geben. Und einen Stock reinstecken, den ich erstmal in Zucker tunke. Ach, Moment mal. Das werde ich auch noch gebrauchen. Und jetzt heißt es abwarten. Ich liebe es zu beobachten, wie diese Kristalle wachsen. Wow, der ist ja richtig gut geworden. Es ist Zeit, dass ich ihn rausnehme. Ab zu Emma. Hallo ihr Lieben, hier ist Emma und ihr Bärenblog. Oh, Britney, was hast du denn da? Lass mich mal probieren. Oh, das schmeckt köstlich. 5 aus 5 Punkten. Eine Flasche Cola zu trinken, was kann schöner sein? Oder auch ein bisschen mehr als eine Flasche. Ich habe eine Idee. Ich brauche ein paar Gummihandschuhe. Ich stelle alle Flaschen zusammen auf und verbinde sie mit Klebeband. Jetzt kommt einmal Pappe oben und unten dran. Ihr fragt euch wohl, was das werden wird. Das werdet ihr gleich sehen. Hier noch ein bisschen Heißkleber. Ein bisschen Watte. Noch ein bisschen Pappe. Und in eine flauschige Decke einrollen. Was könnte schöner sein als so ein weicher Puff? Zeit für eine kleine Pediküre. Ich komme nicht dran. Oh, wow. Britney, ist das für mich? Du bist wie immer mal pünktlich. Wahnsinn. Zum Hausaufgaben machen. Und als Sitz für meinen Teddybären. Einfach perfekt. Das ist meine Zeichnung. Ich wünsche mir eine Pizza. Kein Problem. Gut, können wir machen. Also, als erstes mache ich den Pizzateig. Dafür brauche ich Mehl. Wenn ich nur wüsste, wie ich diese Packung öffnen soll. Ich bin jetzt ein bisschen staubig, aber das macht doch nichts. Ist nicht schlimm. Hauptsache, ich habe das Mehl geöffnet. Das gebe ich jetzt in eine Schüssel, füge eine Prise Salz hinzu, rühre alles schön um. Jetzt mache ich eine Mulde und gebe da etwas Öl und Wasser und Hefe hinzu und beginne alles schön durchzukneten. Ah, was für ein herrlicher Teig, aber doch ein bisschen klebrig. Oh, was hast du denn da? Was für ein großes Ding. Oma, das Kneten mit den Händen ist sowas von oldschool. Diese Supermaschine macht das ganz alleine. Ich muss nur die Zutaten hinzugeben. Jetzt einschalten und der Prozess beginnt. Ich muss das nicht selber machen. Ist ja toll, aber ich mach's auf die altmodische Art.
Jetzt rolle ich meinen Teig mit einem Nudelholz aus. So ist gut. Jetzt öffne ich meine Dose mit Tomatenmark. Mach's gut, Deckel. Dich brauche ich nicht mehr. Hä, was machst du da? Ich habe ein fortschrittliches Messer. Ich lege es nur oben an und es öffnet meine Dose von selbst. Tschüss, Deckel und hallo, Tomatenmark. Okay. Ja, das ist wirklich ein fortschrittliches Messer. Ich lege das Tomatenmark auf unseren Teig und verschmiere es schön. Jetzt kommt da Käse drüber gerieben. Ich brauche mehr Käse. Man kann nie genug Käse haben. Ach, Oma. Mensch, Oma, auch deine Reibe gehört der Vergangenheit an. Schau dir dieses Ding an. Du drehst nur am Hebel und die Maschine reibt den Käse von selbst. So sieht's aus. Das macht nichts. Oma kennt noch ein paar Tricks. Ich steche mit einer Gabel in die Wurst und schneide sie in genau gleiche Scheiben. Jetzt kann ich diese Scheiben auf die Pizza legen. Ich bitte dich, schau dir das an. Ich lege meine Wurst einfach in dieses Messer. Und mit nur einem Ruck habe ich mehrere Stücke Salami. Jetzt kommt meine Pizza in einen Spezialgrill. Meine Pizza kommt aufs Backblech und in den Ofen. Ich schalte den richtigen Modus ein und muss nur ein bisschen abwarten. Hier ist auch schon der Wecker. Mach mal ein Foto mit der Oma. Och, was für ein cooles Ding. Ich liebe es, mir die Zeit zu vertreiben. Oh, der Wecker. Das heißt, meine Pizza ist fertig. Ich muss sie aus dem Ofen holen. Die riecht einfach perfekt. Genau das, was ich brauche. Rutsch mal ein bisschen. Die Oma schneidet jetzt die Pizza. Und schon können wir sie servieren. Perfekt. Ach, Oma, das ist auch total altmodisch. Schau mal, ich habe einen extra Pizzaschneider. Der sieht aus wie ein Fahrrad. Nur einmal schnell drüber fahren. Und schon ist meine Pizza in perfekte Stücke geschnitten. Guten Appetit, Emma. Oh, was für eine Schönheit. Womit soll ich anfangen? Ich nehme mir dieses Stück Pizza. Das schmeckt so köstlich. Das ist genau das, was ich wollte. Ich liebe es. Und ich kann mich nicht entscheiden. Beide Pizzen schmecken super lecker. So viel Käse. Einfach super. Mann, bin ich satt. Oh, mehr schaffe ich nicht. Geht's dir gut? Eindeutig. Na, dann ist gut. So, jetzt wünsche ich mir einen Kakao mit Marshmallows. Kein Problem. Vorsicht, hier kommt die Schokolade. Genau das, was ich für meinen Kakao brauche. Ich werde sie auf einem Wasserbad schmelzen. Einmal schön umrühren, damit nichts anbrennt. Hey, schau mal her, wie viel flüssige Schokolade ich schon habe. Ich benutze dafür einen Mixer. Ich nehme den Deckel ab und gieße meine Milch rein. Aber statt normaler Schokolade nehme ich Kinderschokolade. Jetzt einmal schön durchmixen. Mein Mixer hat außerdem einen richtig praktischen Hahn. Und meine Tasse verändert ihr Muster. Jetzt muss ich nur noch ein paar Marshmallows hinzugeben und bin fertig. Ja, ich habe noch einiges zu tun. Ich brauche eine Spritztüte. Da packe ich jetzt die ganze Schokolade rein. Außerdem werde ich Süßigkeiten in spezielle Formen geben und sie dann mit der Schokolade übergießen. Das war's. Okay. Jetzt kommen da nur noch ein paar Marshmallows drüber. Und noch mehr Bonbons. Stiel reinstecken und gefrieren lassen. Emma wird das lieben. Alles ist bereit für meinen Kakao. Ene, mene, Mist, es krabbelt in der Kiste. Ich nehme mir zuerst diese heiße Schokolade. Probieren wir mal. Besonders die Marshmallows. Spitzenklasse, Schwesterherz. Okay. Wow, das sieht so ungewöhnlich aus. Was mache ich denn damit? Ah, natürlich. In die Milch tunken. Probieren wir es mal.
Wow, und schon kriege ich eine heiße Schokolade. Die schmeckt einfach wunderbar schokoladig. Oma, das ist der Volltreffer. Diese Portion war die bessere. Ja, ich habe gewonnen. Komm, sei nicht traurig. Also, ich bin fast fertig. Ich wünsche mir in dieser Runde Spaghetti. Das könnte einfacher sein. Ich bin auch schon fast bereit. Ah, ich nehme mir ein Nudelholz, rolle meinen Teig dünn aus und jetzt schneide ich ihn in Streifen. Ich kippe jetzt etwas Mehl über meine Spaghetti und jetzt kann ich sie kochen. Das wird richtig lecker. Oma, wozu so aufwendig? Schau mal, ich lege meinen Teig in diese Maschine und die spritzt mir meine fertigen Spaghettis aus. Das ist ja ein richtiger Fleischwolf. Wie auch immer, ich mache mich jetzt an die Soße. Ah, was für ein festes Glas. Nichts hilft. Ich krieg den Deckel einfach nicht auf. Du wirst das sicher kaputt machen. Moment. Mir ist was eingefallen. Ich nehme mir einfach etwas Klebeband und das wird mir schon helfen. Ganz einfach. Ups, jetzt klebt der Deckel an mir fest. Oma, schau, das geht um einiges einfacher. Ich nehme mir einfach so einen perfekten Dosenöffner. Und schon habe ich meine Soße. Na, schau mal her, ich bringe mir auch was bei. Wenn du Tomaten zwischen zwei Tellern quetschst, kann man sie ganz einfach halbieren. Das hat mir noch meine Oma beigebracht. Schau mal, was ich habe. So ein spezielles Messer, das mir hilft, Tomaten zu halbieren. Ab in die Pfanne. Allerhand. Ich habe schon fast alles fertig gebraten. Ha, was für ein Lärm. Das ist ja ein Gespenst. Ach du meine Güte. Du hast die alte Dame erschrocken. Oma, tut mir leid. Das war bloß mein automatischer Rührer. Siehst du, ich muss noch nicht einmal die Soße selber rühren in der Pfanne. Wow, deine Nudeln sind ja schon fertig. Ganz genau, jetzt packe ich sie auf den Teller, gebe meine Soße drüber. Tja, meine Nudeln sind auch schon fast fertig. Ich mache süße Nester daraus und dekoriere sie mit Soße und Tomaten. Oh, das sieht ja langweilig aus. Und das sieht toll aus. Aber was ist das denn für eine Schere? Und was für eine seltsame Gabel? Wow, die dreht sich ja. Alles klar, das ist eine extra Spaghetti-Gabel. Und den Überschuss der Spaghetti kann ich ganz bequem mit der Schere abschneiden. Ist ja voll die coole Technik. Die Nudeln schmecken super. Jetzt probiere ich noch die Nudeln von meiner Oma. Diese magische Gabel hilft mir dabei. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen, die Nudeln meiner Schwester waren besser. Ach, das freut mich ja total. Mann, ich habe mir Mühe gegeben. Vielleicht gewinne ich beim nächsten Mal. Was ist das denn für ein seltsames Ding? Ein Kopfmassagegerät vielleicht? Bingo! Ich probiere es mal. Oh, das fühlt sich ja tatsächlich richtig gut an. Und eine Rückenmassage tut es auch noch. Was für ein mega nützliches Ding. Sowas sollte ich in meiner Handtasche immer mittragen. Dieses mega breite Rohr. Hey, was ist denn hier los? Du hast alles kaputt gemacht. Ja, voll der coole Lastwagen. Schau mal, das ist ja eine Extra-Lieferung Cola. Jetzt werden wir diese Flaschen öffnen mit den Augen. Hey, das ist voll kitzlig. Blöder Stier. Ich liebe diese Cola. Ich werde gleich beide Flaschen austrinken. Mensch, war das gut. Oh. Wie konntest du nur? Du hast mir gar nichts übrig gelassen. Ja, was für ein blöder Rülpser. Jetzt nehme ich mir eine Schere. Gotcha. Und schneide durch diese Flasche durch. Ich schneide den Boden ab und den oberen Teil auch noch. Jetzt habe ich zwei halbe Flaschen, die ich auf einem heißen Herd einfach zusammenschmelzen werde. So ist besser. Jetzt habe ich eine große Flasche. Wahnsinn. Und ich habe mein Rohr repariert.
Es ist Zeit, Äpfel zu pflücken. Hm, was für ein schöner Apfel. Der ist so schön lecker. Oh nein, was ist das denn? Ein Wurm? Ah, das ist ein Gummiwurm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich muss eine Schüssel mit diesen Gummiwürmern füllen. So. Und jetzt werde ich sie einfach schmelzen lassen. Bis ich einfach geschmolzene Gummimasse haben werde. Schau mal, was ich hier habe. Jede Menge M&M's-Packungen. Jetzt kommt meine Gelee-Mischung in verschiedene Schüsseln. Und da gebe ich jetzt verschiedene Lebensmittelfarben rein. Daraus kann ich einen ganzen Regenbogen machen. Diese Masse kommt jetzt einfach in mein Rohr. Aber zuerst besorge ich mir einen großen Luftballon. Ich lasse die Luft ab und befestige ihn an einer Seite des Rohrs. Und in die andere Seite gieße ich jetzt meine Gelee-Mischung. Das wird der größte Gummiwurm aller Zeiten. Oh, was machst du denn da? Offensichtlich was Cooles. Aber schau mal, was ich habe. Jede Menge Schokolade und M&Ms. Und natürlich einen Teekessel. Da gebe ich jetzt meine Schokotafeln rein. Auf diese Art und Weise werde ich meine Schokolade schmelzen. Yeah, jetzt ist sie geschmolzen. Einmal schnell öffnen. Mensch, sieht das appetitlich aus. Ich brauche eine Menge Schokolade, denn ich habe vor, einen schicken, riesigen Schokoladenwurm zu machen. Dafür muss ich meine extra lange Cola-Flasche mit der Schokolade überziehen. Das sieht jetzt schon lecker aus. Richtig genial. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Ich muss nämlich das gesamte Ding einfrieren. Dafür benutze ich diese extra Spraydosen hier. Mensch, das ist ja richtig großartig. Und schon habe ich einen großen, harten Schokoladenwurm. Jetzt hole ich die Flasche hier raus. Die brauche ich nicht mehr. Und den Wurm fülle ich jetzt mit M&Ms. Ich öffne gleich zwei Packungen und schütte alles hier rein. Oh ja, so muss er sich anhören, mein Schokowurm. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und ein Bonbon kann ich jetzt noch essen. Was machst du denn da? In der Zwischenzeit lege ich mein Regenbogenrohr weg und hole mir eine große Schüssel. Die muss ich jetzt mit Eis füllen. Ich werde viel Eis gebrauchen. Das Eis hole ich mir aus dem Tiefkühlschrank. Ich transportiere es einfach zu meiner großen Schüssel. Oh nein, das dauert wohl zu lange. Das Eis ist fast geschmolzen. Ich muss Gas geben. Mehr, mehr, mehr Eis. Oh nein, meine Hände, sie sind fast erfroren. Alles klar, mir ist was eingefallen. Ich brauche einfach diesen Staubsauger. Einschalten und... Oh nein, ich kann ihn nicht kontrollieren. Er hat mich eingesaugt. Mann, siehst du lustig aus. Was hat denn der Staubsauger dir angetan? Das ist nicht lustig. Meine Lippen, wie sehen die denn aus? Oh, das Eis hat mir geholfen. Hey, du freches Ding. Das habe ich nicht von mir erwartet. So, wo war ich stehen geblieben? Ich sauge das Eis einfach ein. Und jetzt spucken wir es wieder raus. Auf diese Weise fülle ich das Gefäß mit Eis richtig schnell. Und wir haben es auch schon fast geschafft. Was für eine unglaubliche Menge an Eis. Okay, den Staubsauger brauche ich nicht mehr. Jetzt lege ich meinen Wurm aufs Eis. Dadurch beschleunigen wir den Abkühlprozess. Okay, wir sind soweit. Jetzt wird es Zeit, dass ich meinen Gummibärchenwurm hier raushole. Einmal kurz draufschlagen. Ja, das Ding wabbelt jetzt schon gut. Und das Rohr abziehen. Und mein Gummibärchenwurm ist sogar besser geworden, als ich erwartet habe. Hey, gib mal deinen Zahnstocher. Die Dinger stecke ich von dieser Seite rein. Und jetzt können wir meinen Wurm mit deinem Wurm langsam verbinden. Wir haben es geschafft. High five. Ja. Oh, das schmeckt mega lecker. Das kannst du laut sagen.
Ich liebe diesen Schokoteil. Und ich liebe diesen Gummiteil hier. Ich werde alles Stück für Stück aufessen. Mann, das ist der coolste Wurm aller Zeiten. Lass mich auch mal was von dir probieren. Dann will ich aber auch was von der Schokolade. Mann, mega lecker. Gib mir auch was von den M&M's. Ja klar, kannst du haben. Es regnet M&M's. Mann, schmeckt das gut. Ich bin satt. Oh, wie schön, dass noch was übrig ist. Lecker schmecker Schokolade. Was ist denn hier los? Wer seid ihr denn? Wer? Was? Oma? Ups, die ist in Ohnmacht gefallen. Ups. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, ihr seid Verbrecher. Ihr zwei, weg aus der Küche. Ups, ich glaube, wir haben uns ganz schön was eingebrockt. Jetzt müssen wir alles aufräumen. Das ist so schade. Aber der Wurm war es wert. Das war mega lecker. Na also, jetzt ist die Küche sauber und ihr seid auch sauber. Meine Lieben. I love you.